Hallo Naturfreunde, heute schauen wir uns mal den Wildpark in Neuhaus im Solling an. Und hier sehen wir das ganz neu erbaute Eingangshaus. Man sieht darin über den Solling selbst. Und dann ist noch Restaurant, Café da drinnen. Also alles wunderbar neu gemacht. Und am Anfang gleich gehen wir links hoch und sehen dann gleich die Rothirsche. Ein paar Wildgänse sind auch dabei. Oben von diesem Turm, den ihr eben gesehen habt, kann man dann runter gucken. Ist ein bisschen weitläufig das Gebiet, aber man kann sie sehen. Fernglas mitzunehmen ist empfehlenswert. Also wir haben ganz schöne Menge Rotwild. Ich schätze mal so 40 Tiere. Und in den Nachbargegenden sind noch die alten Hirsche. Die müssen sie ja wegen Inzucht ein bisschen auseinanderhalten. Links hoch und das ist da unten ein bisschen so im Tal. Ja, der Hirsch kommt raus. Der ist nur hinter einer Kuh. Schöne große. Ich weiß nicht, ob er das ist, der immer ruft. Das ist er da. Wie viel Ellen der jetzt der große Hirsch hat, habe ich gar nicht gezählt. Das ist schon ein Kapitaler. Die Brunstzeit ist jetzt am Ende. Eben haben wir noch mal so zwei Schreie, aber das ist der klägliche Rest. Von hier kannst du auch gut. Hast du nicht so Licht, Vater? Wenn du hier stehst, siehst du auch gut. Blendet das nicht so. Komm immer näher. Schön, ne? Jetzt ist der Hirsch frei. Ja. Er guckt her. Der hat aber auch ein paar Enden. Der ist aber immer in der Mitte. Wie viele Enden mag er haben? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16, glaube ich. 16 oder mehr sogar noch. Jetzt kommt er. Eine schöne Sonne haben wir. Ich will dich doch noch holen. Guck mal. Das ist ja ein kleines Bad. Komm hoch! Komm runter! So, wir kommen jetzt an das Luchsgehege. Guck das ist ein Programm, im Harz zusammen den Luchs im Harz wieder anzusiedeln. Und eine Mutter mit ihrem Jungen und der Kater ist da auch. Der Kater hält sich immer abseits. Wahrscheinlich wird er dann weggescheucht von den beiden. Die sich klein machen können. Ja, das ist das Kleine und die Mutter. Wir sind immer mit der Mutter spielen. Die Mutter muss als Spielkamerade herhalten. So.
So. Und das ist der Kater. Kann jetzt ganz schön laufen und so lang schleichen und so elastischen Gang haben. Besser als Schmidtchen-Schleicher. Ne? Auf Samtpfötchen gehen, ganz leise. Da kann man von oben reingucken. Ja, hat da so ein bisschen einen Dreh. Aha, hier habe ich sie. Ja, die genießen das ja da hinten. Hier können wir jetzt weißes Dammwild sehen. Und zwar kann man da ohne Zaun in diesem Gehege durchgehen. Sind zwar noch ein bisschen scheu, die Tiere, also allzu dicht kann man nicht rangehen, dann gehen sie weg. Aber so eine Menge, ich habe zwar schon weißes Dammwild gesehen, aber so eine Menge noch doch nicht. Manche haben noch so ein bisschen Restbraun, aber manche sind auch ganz weiß. Albinos sind es nicht, also dominant weiß. Sehr schön hier. Hier sieht man den Weg, das sind so, den man auch nicht verlassen soll. Das ist weißes Dammwild. Weißes Dammwild? Mhm. Das ist nicht wie da draußen ein Mufflon steht, das ist ein weißes Dammwild. Sieht aus wie ein Elch. Eva, das ist ein Elch. Guck dir das Geweih an. Ach, Quatschkopf. Das ist doch kein Elch, du Spinne. Das ist weißes Dammwild, kleines. Mhm. Sind aber scheu, sind sie. Mufflonherde, bestimmt über 50 Tiere. Im Saubacken springen sind vielleicht 10 oder noch nie, weil ich habe sie in letzter Zeit gar nicht mehr gesehen. Heute ist ja ein wunderschöner Tag. Das ist im September 2014. Mit ihrem Geweih gucken sie ja vorbei. Auch. Da sind also mehrere Böcke dabei.
Jetzt gucken wir mal wieder zum Rotwild runter von oben. Also wir haben den höchsten Punkt so der Anlage erreicht und gucken jetzt mal von hinten so runter in das Tal. Wir sehen da wieder die Herde und Nachbargehegen. Da sind die fremden Hirsche, die wegen Inzucht da ein bisschen abgesperrt sind. Da sitzen sie dann im Gehege. Da. Die Armen haben dieses Jahr leider nichts tun können. Ja, da sind noch zwei Hirsche. Da im Nachbargehege sind die großen Hirsche. Ach, das stimmt. Und da will dieser Hirsch jetzt, passt auf, dass die da nicht so dicht hingehen. Warum? Da ist er eifersüchtig. Der hält immer seine Herde zusammen und tut denn keinen. Ja, die haben es ja gut da, wie im Wald. Siehst du, hier nebenan sind die Hirsche. Da sind die großen. Das ist ein Panorama. Hier. Und hier siehst du nicht, Vater, guck mal. Ich dachte, du gehst auch von dieser Seite. Da ist der Nächste. Der Nächste. Das sind die, die auf der Mont Blöcken. Waren das die, wo wir mal auf dem Brocken waren? Ja, genau. Ja. Und wie haben wir gedacht, was ist das? Was du da nicht? Nein. Haben wir gedacht, was ist denn das? Auch das ist schon Jahre her. Ja, da war er jung. 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 Ja, da Das ist auch eine stattliche Anzahl von Schwarzgittern. Die sind immer sehr lustig, wenn sie diese gestreiften Frischlinge im Frühjahr haben. Und wir sind ja jetzt im Herbst hier und die wühlen den, haben sie bestimmt schon 10-mal umgedreht im Boden. Da haben wir mal gesehen, dass es da Förster gibt, die haben einen Wildschwein, halten sie und sperren die ab, um den Waldboden dann sauber zu machen. Die flügen den komplett um. Und dann haben sie Boden, um die neuen Anpflanzungen zu machen, nicht ohne viel Kraut erstmal. Dazu sind die mit ihren Nasen in der Lage, das alles so. Und die fressen die Maiskörner, ne? In der Natur, in den Wäldern, die werden sie so langsam zur Plage. Die Maiskörner. Kaum Herr werden. Ich habe ihn am Sünden gesehen, da waren so viele Teile total durchgewühlt. Ja, da war ich ja schon. Das ist
Das ist der Keiler. Ja, die sind hier nicht so im Matsch. So, diesen Kapital, den hat man alleine gesperrt. Da ist auch noch ein Wildschwein mit bei. Ich weiß nicht warum, weil er bei seiner Vaterpflicht schon zur Genüge getan hat. Ein ziemlich zahmes Tier, habe ich auf dem Zaun. Zeit für keine Freude. Was bei diesen Tierchen auch gefährlich sein kann. Betrachten sie Menschen auch als Gegner. Scheuen nicht davor, ihre Stangen als Waffen zu haben. Weil durch den Zaun kann man sie nicht so schön filmen. Verschiedene Hirscharten, so schwarze Rehe, Rammwild und so weiter. Ist mal eine Reise wert. Ist ein recht großer Wildpark, schön naturbelassen. Man kommt wirklich gut an die Tiere ran. Kann man nur empfehlen.